Mein Arbeitsalltag hat sich total verändert. Von jedem Tag mehreren Kontakten mit Menschen zu ja wirklich keinem Kontakt mehr. Ich hatte in der Woche, bevor ich jetzt ab Sonntag ja wirklich gar keine Kontakte mehr hatte, jeden Tag mit über 60 Menschen Kontakt, auf die ganze Woche gesehen, ungefähr 350. Weil wir Jesus House veranstaltet haben in der alten Lederfabrik und ich war jeden Tag mindestens 8 Stunden unter Menschen und wirklich unter vielen Menschen, was mir sehr, sehr gut tut und was ich wirklich sehr liebe an meinem Job. Und ja, das jetzt nicht mehr zu können, das ist schon schwierig. Ich habe immer noch viel Kontakt, aber eben über WhatsApp, über Instagram. Ich werde jetzt zu einer Sinnfluencerin. Mal gucken, wie sich das weiterentwickelt. Am meisten fehlen mir tatsächlich die persönlichen Begegnungen mit Menschen. Also mich mit Freunden treffen, auf einen Kaffee. Ja, einfach. Menschen auf der Straße zu begegnen und mit ihnen einen kurzen Schnack zu halten. Mir fehlt ja einfach unbeschwert rausgehen zu können, ohne schlechtes Gewissen zu haben. Also ich wohne mitten auf dem Land. Ich habe tatsächlich den Luxus, dass wenn ich rausgehe, wirklich sehr, sehr wenigen Menschen begegne. Aber es ist jetzt noch weniger geworden. Und das ist ja, schon etwas, was mir fehlt, auch meine Familie zu besuchen oder meine Oma zu besuchen, das fehlt mir wirklich sehr, sehr doll. Die Corona-Krise an sich macht mir schon Angst. Mir macht dieser Virus Angst, weil er sich so schnell verbreitet und wirklich weltweit, auch gerade am wütend ist. Genau, aber ich fühle mich hier in Deutschland sehr sicher. Ich glaube, dass das Gesundheitssystem das auffangen kann und wenn wir uns alle daran halten, wirklich zu Hause zu bleiben und nur mit einem begründeten Verdacht zum Arzt zu gehen und dementsprechend ist schon eine Unsicherheit da, aber ich fühle mich ansonsten schon sehr sicher im Moment. Mein Glaube hilft mir total in dieser Zeit, denn ich habe etwas, worauf ich vertrauen kann. Ich habe etwas, ja, wobei ich weiß, dass Gott einfach einen größeren Plan hat, dass er genau weiß, was ich jetzt leisten kann und leisten soll und dass er mir den Weg zeigt, um das eben auch zu tun. Ich genau, sprudel im Moment total vor Ideen für Andachten, was vorher einfach nicht möglich war. Das ist ja einfach die Chance der Zeit, die ich jetzt einfach nutzen muss und nutzen kann und ja einfach auch von zu Hause aus arbeiten zu können. Das ist ja das, was mir in meinem Glauben hilft und wo ich auch Ermutigungen in der Bibel finde. Ich kann dieser Krise etwas Gutes abgewinnen, nämlich dass wir entschleunigen, dass ich zur Ruhe kommen kann, dass ich Zeit für mich habe, Zeit habe, um kreativ zu werden, Zeit habe, um neue Dinge auszuprobieren, mir Gedanken zu machen, was kann ich noch alles machen, wie kann ich auf noch neue Wege und wie kreativ kann ich ja mit Teilnehmern, mit Mitarbeitern in Kontakt treten, um ja gemeinsam irgendwie Zeit zu verbringen und das auf völlig neuen Wegen und ja Kommunikation völlig neu wertzuschätzen. Ich sehe auch, wie sich die Natur erholt, wie ja Menschen und Unternehmen zum Umdenken kommen und Homeoffice als eine
im Moment unverzichtbare, aber in Zukunft vielleicht lohnenswerte Alternative ansehen. Und genau, das ist das, was ich dieser Krise abgewinnen kann und einfach auch viel Zeit mit meiner Schwester zu verbringen, die nämlich gerade in der Quarantäne, in der ich mich befinde, ja, jetzt bei mir ist und wir gemeinsam diese 14 Tage überstehen. Als letztes will ich noch gute Wünsche für Sie dalassen, für euch alle. Bleibt behütet und vertraut darauf, dass es ja etwas Schönes gibt nach Corona und nach dieser Krise, dass wir wieder gemeinsam Gottesdienst feiern können, dass wir gemeinsame Andachten feiern können, dass wir uns bei den unterschiedlichsten Möglichkeiten und Begebenheiten über den Weg laufen und ja, gestärkt in eine weitere Zukunft gehen. Und genau, auch wenn ich mich jetzt gerade in Quarantäne befinde, befinde ich mich in einer freiwilligen Quarantäne. Ich habe, also ich und meine Schwester, wir haben keinerlei Kontakte und zu irgendwelchen infizierten Personen gehabt. Und deswegen ist es eine reine Vorsichtsmaßnahme, weil wir beide ansonsten viel Kontakt mit vielen Menschen haben. Also bleibt wie wir zu Hause und bleibt behütet. Und genau, Gott segne euch. Amen.